Es war ein sonniger Frühlingstag im Wittringer Wald von Gladbeck. Die Vögel zwitscherten fröhlich, während die ersten Blumen ihre bunten Köpfe aus der Erde streckten. Es schien, als wäre alles friedlich und ruhig in der Natur. Doch in den tiefen Wäldern verbarg sich ein kurioses Phänomen, die geheimnisvollen Ureinwohner Engelbert und Jörg. Engelbert und Jörg waren keine gewöhnlichen Wesen. Sie hatten eine ungewöhnliche Gestalt, halb Mensch, halb Tier. Sie hatten lange, buschige Schwänze, spitze Ohren und große, neugierige Augen. Ihre Laute waren schwer verständlich. Aber die Menschen vermuteten, dass sie ihre eigene Sprache entwickelt hatten. Die Legenden über die beiden Wesen waren vielfältig. Einige behaupteten, sie seien die letzten Überlebenden einer längst vergessenen Rasse, andere wiederum glaubten, sie seien aus einer anderen Dimension gekommen. Doch eines war sicher, Engelbert und Jörg waren ein Rätsel für die Menschen. Vor kurzem wurde ein neugieriger Spaziergänger Zeuge eines unglaublichen Ereignisses. Er hatte sich tief in den Wittringer Wald gewagt und war auf eine Lichtung gestoßen. Dort sah er die beiden Kreaturen, wie sie eine Kiste Stauderbier durch den Wald schleppten. Es war ein Anblick, der ihm den Atem raubte. Der Spaziergänger konnte seinen Augen kaum trauen. Engelbert und Jörg hatten die Kiste auf ihre Schultern geladen und stapften mit großen Schritten durch das Unterholz. Sie wirkten dabei keineswegs müde oder erschöpft, sondern hatten einen erstaunlichen Eifer in ihren Augen. Der neugierige Spaziergänger beschloss, den beiden zu folgen. Er schlich sich leise hinter ihnen her und beobachtete, wie sie die Kiste an einen versteckten Ort brachten. Dort öffneten sie sie vorsichtig und begannen, das Bier zu trinken. Es schien, als hätten sie großen Spaß dabei. Der Spaziergänger konnte nicht anders, als sein Interesse zu wecken. Er trat aus seinem Versteck hervor und fragte die beiden Ureinwohner, was es mit der Kiste auf sich hatte. Engelbert und Jörg blickten ihn überrascht an, doch sie schienen nicht verärgert zu sein. Mit Gesten und unverständlichen Lauten erklärten sie dem Spaziergänger, dass sie das Bier gefunden hatten und es einfach nur genießen wollten. Sie luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mitzutrinken. Der Spaziergänger war fasziniert von den beiden geheimnisvollen Wesen und willigte ein. So saßen sie gemeinsam auf der Lichtung im Wittringer Wald, tranken Stauderbier und genossen die warme Frühlingssonne. Engelbert und Jörg erzählten dem Spaziergänger von ihren Abenteuern, von den Geheimnissen des Waldes und von den Freuden des Lebens. Es war eine unvergessliche Begegnung, die der Spaziergänger nie vergessen würde. Als die Sonne langsam unterging, verabschiedeten sich die drei voneinander. Engelbert und Jörg verschwanden wieder in den Tiefen des Wittringer Waldes, während der Spaziergänger mit einem Lächeln im Gesicht den Heimweg antrat. Seit jenem Tag erzählt der Spaziergänger jedem, der es hören will, von den geheimnisvollen Ureinwohnern Engelbert und Jörg. Er warnte jedoch auch davor, ihnen nachzueifern und sie zu füttern. Denn obwohl sie freundlich und neugierig waren, waren sie doch Wesen des Waldes, und das sollten sie auch bleiben.